bauen eine Voliere und bekommen zwei schon immer in Gehege lebende Uhus, ein Pärchen. Und für die schaffen wir das Zuhause. Also wir haben vom Architekten eine Zeichnung bekommen, die hat uns nicht zugesagt, weil das war nur der grobe Käfig, ohne irgendwelche Details. Erstens mal zu niedrig, auf 3 Meter, wir haben den jetzt auf 4 Meter gemacht, weil Uhus sind Tiere, die sitzen gern in der Höhe. Haben wir den erhöht, auch verbreitert und dann haben wir gesagt, wir machen, das bietet sich ja hier wunderbar an, der Hang und Basalt, wir sind ja hier im Steinbruch, machen wir eine Basaltwand schön. Den bauen wir mit ein, weil Uhus sind Tiere, die brüten halt auf dem Stein. Und das ist genau der Lebensraum. Also wenn die hier brüten würden, was sie auch tun werden, werden die Eier in die Wand reinlegen. Auf den puren Stein. Und das ist halt das, was die Voliere jetzt ausmacht. Wir sind angesprochen worden, wir sind eine Schweißmaschine im Mack-Bereich. Und die Kaufberatung von mir lag dann bei einer Picomic 355 Puls mit einem Schlauchpaket, halt mit einem Schweißbrenner, Masse, einfache Ausführung. Jetzt haben wir ja dann quasi gesagt, wir unterstützen das nochmal, auch wegen dem Uhu-Gehege, was gebaut wird. Und dann bekommen sie halt noch einen Wagen, einmal unten den Zubehörkasten, der unten drunter kommt, einen Schweißhelm und auch Schutzhandschuhe und Schutzausrüstung. Die Anforderungen lagen im mehrfach metallischen Schweißverfahren, das heißt Aluminium, Edelstahl, Stahl. Und die Picomic hat halt in diesen Verfahren überall Jobs drin. Also die ist sehr vielfältig. Ich kann sie für verschiedene Materialien, für verschiedene Materialstärken einsetzen, mit verschiedensten Gasen. Auch Fülldraht ist möglich und somit ist die Anwendung für das, was die VAG Westerburg macht, halt alles abgedeckt. Das Uhu-Gehege wird aus ganz normalem 355er Stahl geschweißt. Wir haben Materialstärken von 10 bis 2 mm und im Flanschbereich Kehlnaht 10, oben 2 mm Rohr, 3 mm Rohr, dann auch schon mal Steignaht und über Kopf. Ich sag mal, die Lichtbögen variieren dann schon mal leicht sprühend oder im Pulsbereich für die Kehlnähte bis hin zum Kurzlichtbogen für eine Steignaht, alles möglich. Die großen Teile haben wir jetzt in der Halle vorgefertigt hingelegt, dann habe ich die halt aneinander gelegt, auf Gärung geschnitten teilweise, aber die meisten stumpf aneinander, halt miteinander verheftet und geschweißt. Dann legen wir das Gitter drauf und verschweißen das, dann haben wir die hier mit dem Traktor, mit dem Kran aufgestellt. Und jetzt die Dachkonstruktion, legen wir halt die Stückrohre rein, mit dem Korb hochfahren, heften, schweißen, jo, also Stück für Stück. Also wir haben 80x40er Quadratrohr, Wandstärke 4 mm, 50x50er Quadratrohr, Wandstärke 3 mm, Schweißgitterelemente für den Uhu-Käfig zuzumachen, 3 Meter mal 2 Meter sind die. Also wir haben das jetzt mit Punktfundamenten gemacht, 80x80x80 sind die. Die haben wir in die Erde eingelassen, darauf haben wir 15er Platten gedübelt, mit Fischerdübeln halt. Und darauf steht die Konstruktion jetzt. Wir haben jetzt hier vorne den großen Bereich, das ist so der Aufenthaltsraum oder wie auch immer. Das Tier kann sich bewegen, wie es will, auf den Steinhang. Ja, das ist quasi die, ich sag jetzt mal, die Brutstätte. Und dann haben wir hinten so eine Ecke abgetrennt, 3x3 Meter nach zum Gehege hin offen, da der jederzeit hin kann, wo er will. Aber rundherum geschützt zu, da der auch mal einen Schutzraum hat, falls er braucht, Wind, Regen, Schnee oder wie auch immer. Und dann haben wir hinter das Gebäude nochmal einen kleinen Raum gemacht, der auch vorher nicht geplant war, weil Uhus brauchen, die werden ja gefüttert mit Küken hauptsächlich. Die kommen gefroren, da brauchen wir einen Gefrierschrank hinten drin und halt Wasser und dass man sich die Hände waschen kann und Wasseranschluss für zum Reinigen des Geheges. Und in diesen Raum kommt quasi eine kleine Klappe rein, die nennt man Atzklappe. Dass man aus dem Raum raus direkt den Uhu füttern kann. Dass man gar nicht rein muss, um die zu stören. Also ist praktisch. Der Raum war auch nicht geplant, den haben wir einfach noch mit dran gemacht. Der Hang mit den Steinen, das wird jetzt eine Herausforderung, weil das ist Stück für Stück. Da muss man wirklich jedes Rohr schneiden, anpassen, die Gitter anpassen. Der Hang ist fest, die Steine sind aufeinandergesetzt vom Bagger. Man muss halt auch sehen, dass sich jetzt keine anderen Wildtiere
unten drunter durchgraben. Da kommt nachher noch ein bisschen Zement unten rundherum in eine gewisse Tiefe, dass die Durchgrabetiefe quasi verhindert wird, dass ein Marder oder irgendein Fuchs oder so sich direkt durchgraben kann und klauen die Eier. Also das ist die Herausforderung. Hinten ist jedes Rohr quasi der Felsformation angepasst. Du musstest jedes Rohr anpassen, hinhalten, anreißen, abschneiden mit der Flex. Also das war schon eine Mordsaufgabe, da ist kein Rohr wie das andere. Und das gefällt den Gästen hier auch sehr gut. Und den Uhus denke ich auch. Also die sind jetzt, fangen an mit der Balz, das ist ein Zeichen dafür, dass die sich wohlfühlen. Und wir rechnen jetzt damit, dass die dann auch Eier legen und wir eventuell Nachzucht haben. Diese Uhus, die hier dann auf die Welt kommen, die dürfen ausgewildert werden, aber nicht hier. Der Westerwald hat genügend Uhus. Und deswegen müssen wir mit dem ehemaligen Besitzer von den Uhus vereinbaren, wo die ausgewildert werden können. Und der wird sie dann wieder abholen.